Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Da oben sehe ich noch eine Kerze, die entzündet werden muss. Ja, 4 von 6. Ja, ich bin hier gerade nochmal an dem Platz, weil das ist mit dem Laden immer so eine Sache hier. Ich muss die Kerzen. Hier ist auch noch eine. Jawohl. Harry, so soll's sein. Immer schön die Münzen einsammeln. Das war jetzt die 5. Wo ist denn die 6? Da sind die Leuchten alle. Die leuchtete auch. Da ist auch eine, die Leuchten. Wie kommen wir denn da oben ran? Da. Kann ich da irgendwie... Komme ich da irgendwie ran? Vielleicht mit Wingardium Leviosa später. Ist hier noch eine Kerze? Sehr schön. Nee, ich habe keine Ahnung, wo hier noch eine weitere Kerze gerade ist. Egal, wir gehen da jetzt mal hin. So, ich weiß, waren wir hier jetzt nicht schon? Egal, selbst wenn wir hier schon waren, machen wir das eben nochmal. Da, genau, machen wir hier Tische und so, genau. Machen wir das eben nochmal. Ja, ist immer so eine Sache mit dem Speichern. Oh, kannst du da hinten das da hinten nochmal? Kommen wir da ran? Nee. Ja, dann kommen wir da gerade nicht ran. Dann gehen wir mal rein. So. Oh, nein. Warte. Da. Das kannst du dir aber noch schnappen. Genau. So, und jetzt aber. Hermine. Ron, wir müssen den Zauberunterricht. Folge dem Lehrer durch die Tür. Machen wir sofort. Nein, du willst einen Apfel, ne? Machen wir mit den Zaubern. Komm, wir gehen in den Unterricht. Ja, jetzt dürfen wir hier zaubern. Halte B gedrückt um Wingardio, das kriegen wir doch hin. Guck mal, wie toll wir das machen. Na, Schüler gerettet. Einer von dreien. Trotteln. Ah. So, was sollen wir machen? Hier gibt es auch was zu tun. Schön. Ich mag es, wenn die Münzen plättern. So, wir dürfen jetzt hier wieder rumstapeln. So, dass wir ihn retten können. Drücke ihm das Gemälde zu zaubern. Ja. So, bitteschön. Komm runter. So. Gibt ja hier so viel zu tun. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schön. Kriegst du noch einen Kopf und einen Stab. Toll, was? Machen wir alles. So. Ja, die fallen da jetzt runter. So. Komm mal runter. Ja, das ist ja toll. Großartig, Hermine freut sich auch für uns. Aha. Yeah. Achso. Ich muss schon warten. Ich muss hier noch was reparieren. Habe ich das schon repariert? Ja. So.
Wir können jetzt Wingardium Leviosa. Yay! Wingardium Leviosa. Das ist toll. Unsere Freunde und alle freuen sich mit uns. So. Ja. Harry und seine Freunde sind ja jetzt in Hogwarts an der Zauberschule. Und deswegen lernen wir jetzt erstmal alle Zauber, wie sich das so gehört. Gibt es jetzt hier noch was, was ich machen kann? Oder? Nö, ne? Oh, waren jetzt alle auf einmal. Cool. Cool, cool. Die brennen alle. Ist alles okay jetzt, ne? Alles in Ordnung. Genau. Ja, na klar kann man jetzt den da auch noch darauf bauen. Wenn denn das bedeutet, dass wir da eher rankommen. Ah. Müssen wir also so bauen, dass... Ah. Ja, das wird nicht funktionieren. Oh, Ron und Hermine, könnt ihr mal helfen? Ja, das funktioniert. Klasse. Ganz klasse. Nein, nicht weggehen. Du Stein. Ich muss das irgendwie so basteln. Kann der mal aufhören, wegzugehen immer? So. Und was jetzt? Hä? Wenn du dich jetzt wieder in Luft auflöst und ich stehe aber hier. Was dann? Oh, ich will den Lilianen rankommen. Es ist deprimierend. Ja, das hat nicht funktioniert. Aber wir können jetzt Leviosan. Was sagen die denn jetzt dazu, dass wir das können? Die sind jetzt weggegangen, weil jetzt sind wir durch damit, oder was? Da gibt's auch noch was. Und der Kerzenleuchter Brand dankt uns wieder. Ja. Münzen, Münzen, Münzen. Ja, ich weiß nicht, wie man da hinten... Wieso leuchtet das da oben immer noch lila? Ist mir egal jetzt. Ist voll doof. Irgendwie muss man da doch rankommen. Ja! Geil, ich habe einen Lilanen geschafft. Und wenn man sich hier raufstellt und der andere macht den hoch. So, und jetzt macht... Nee, ne? Das geht nicht. Doch. Geht wohl. Yee! Okay. Mitgedacht. So, jetzt gehen wir wieder. Ron geht vor. Du kannst deine Fähigkeiten jetzt außerhalb des Klassenzimmers benutzen. Probier es aus, um neue Gebiete zu erforschen. Erstmal holen wir den Apfel runter. Und den Apfel, sagte ich. So, guck mal. Da freut sich ein Schüler in Gefahr. Ja, das war also die Aufgabe für den Schüler in Gefahr. Es gibt ja immer etwas Gutes zu tun oder auch was Blödsinniges an dieser Schule. So, jetzt können wir hier fröhlich Wingardium Leviosa. Müssen wir jetzt ernsthaft hier aufräumen? Oh. Ist voll ätzend. Ja, nun pack das blaue Buch doch da rein. Das sind meine! Hermine, geh aus dem Weg. Gib mir das Herz. Und den auch noch. So. Komm. So,
Wir spielen mit Ron, sonst kommt er zu kurz. Oh, Hermine, das wollte ich nicht. Mein Schatz. Ups. Das war Snape. Ich glaube, das war Professor Snape. Wie können wir denn diesem Ding mal helfen? Also hier können wir irgendwas basteln. So wird das aber nichts. Ach, lass doch den Professor Snape mal in Ruhe. Voll die Star Wars Geräusche hier so. Kriegt den irgendwie nicht ganz gerade hin. Ja. Nee. Ist er jetzt drauf? Oder ist er immer noch schief? Hier steht ja auch, wie man das machen soll. Sag mir das doch mal einer. Komm, jetzt kommt der Blaue. Ah, okay. So, und jetzt kommt Grün. Nee, der Blaue bleibt. Lass den mal da. Nein, nicht jetzt rum, Star Warsen. Und jetzt der Gelbe. Ja, jetzt geht bestimmt die Tür auf. Toll. Okay, da sollen wir hin, aber noch haben wir ja nicht genug Wingardium Leviosa. Weil es voll wichtig, dass man das macht. Da, wo geht's denn da hin? Zurück geht's hier, ne? Aber hier gab's auch einiges zu tun. Was vorher nicht ging. Oh, was haben wir denn jetzt da rausgeholt? Was wir hier alles rausholen aus den Kisten jetzt. Muss man ja auch mal machen. Ja. Erledigt ist erledigt. Dann können wir auch noch mal zurück in den Gemeinschaftsraum. Der Gemeinschaftsraum ist immer der Raum, in dem die Schüler aus ihrem Zauberhaus... Na, lass doch mal die Schüler in Ruhe, Ron. Jedes Haus, oder fangen wir mal so an. Hogwarts hat ja 4 verschiedene Zauberhäuser. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Gryffindor. Slytherin meine ich. Ich hab zweimal gesagt, oh, genau. Was ist das hier eigentlich? Diese Häuser von ihren Schülern, jeweils wo der Schüler halt hingekommen ist, in welches Haus, hat natürlich auch einen eigenen Gemeinschaftsraum. Und da haben wir ja angefangen. Kannst du das... Was ist mit diesen Kisten? Ich check das immer nicht mit den Kisten. Na, egal. So, dann gehen wir da nochmal durch, weil das ist der... Oh, was haben wir hier? Ui. Aha. Ja. Ganz toll. Kannst du uns durchlassen, bitte? Genau, wir winken ihr zu. Normalerweise sagt man ja... sein Passwort und dann lässt ein der jeweilige Beschützer des Gemeinschaftsraums, in diesem Fall war das halt die Opernsängerin da, dessen Name mir gerade nicht einfällt, was peinlich ist. Wie hieß sie denn nochmal? Naja, auf jeden Fall Fortuna Major war das Passwort da, das weiß ich noch. Und wenn man das halt gesagt hat, dann öffnet die Frau das Porträt und dann kann man halt rein in den Gemeinschaftsraum. Und nur die zugewiesenen Schüler des Hauses kennen das Passwort natürlich, damit die anderen da nicht einfach reingehen können. So, jetzt habe ich die Blumen umgestellt. Und was hat mir das jetzt gebracht? Oh, Ron. Bist aber ein guter Zauberer mal eben geworden. Charaktere mit der Zeitumkehrerfähigkeit können diese hier benutzen. Das wäre was für Hermine, die aber den Zeitumkehrer ja noch gar nicht hat eigentlich. Eigentlich nicht. Ja, wir können hier nichts mehr machen, dann gehen wir mal. Verplempern nicht weiter Zeit hier. Ich glaube, das war ganz gut so.
Was mit ihm denn? Als ob der mal auf Klo muss. Hermione, komm, nimm deine Freunde mit. Wir haben noch was zu tun. Ja, hallo. Wir wollen mit euch gar nichts zu tun haben. Wir sind hier die Helden im Spiel. So, wo geht's jetzt nochmal hin? Achso, wir können hier aufräumen. Machen wir natürlich. Hatten wir schon gemacht. Da gibt's gar nichts mehr zu tun. Geh mal da weg. Kannst du die noch aufräumen, die Sachen? Das meinte ich gar nicht, sondern das hier, genau. So. Jetzt noch die Bücher. Oh nein, jetzt haben wir ihn ganz kaputt gemacht. Und können ihn wieder heile machen. Jetzt ist er Silber? Warum ist er Silber? Und warum ist das jetzt alles wieder unaufgeräumt? Das geht nicht. So, wir gehen jetzt mal besser. Sonst komme ich noch in einen Wingardium Leviosa-Rausch. So. Wir sollen ja auch weiter dem Geist folgen. Das hier ist Professor Snape. Der da vor uns geht. Ein sehr grimmiger Lehrer. Der von den Schülern gerne verhasst wird. Aber im Moment tut er uns gerade nichts. So, wir brauchen Krätze von Ron. Krätze, wo bist du? Krätze. Du sollst jetzt nicht Snape hier durch die Gegend feuern. Ne, es ist gar nicht Snape. Das ist eine Schülerin. Ups. So, schön. Eigentlich hatte ich vor, Krätze zurückzulassen. Aber anscheinend müssen wir jetzt hier erstmal den Robo zu Ende bauen. Da oben ist doch der Kopf. Warum kann ihn denn keiner runterholen? Ach. Blau ist immer gut. Mein Gott, was gibt's hier alles zu tun? Voll die Special-Lego-Geschichten. Hermine, du beeindruckst noch alle. Hermine ist eine ganz, ganz schlaue Zauberin im Gryffindor-Team. Und quasi die beste Freundin von Ron und Harry. Nun geht doch mal. Wenn die hier immer im Weg rumstehen, das ist echt blöd. Was macht denn hier die Katze? Da der Besen. Oh, sauber machen. Haha, wir haben sie lustig gezaubert. Man kann die verändern. Ja. Lustig. Lass doch mal die Schüler. Ja. Schön sauber gemachtes Porträt. Wow, was gibt es hier alles zu tun? Ah, bin runtergefallen. Ja, Hermine. Gibt's allen. Was soll ich jetzt hier machen? Verstehe ich jetzt noch nicht hier mit den Pfeilen. Ah. So, und jetzt habe ich die Teile und jetzt? Aha. Mache ich damit? Kann ich die dem Robo geben? Hm.
kapiere ich irgendwie gerade noch nicht so ganz. Was ich damit machen kann, es sehen aus wie die Haare von jemandem. Da regnet, ist das eigentlich gut so? Oh, der steht jetzt in Flammen. Ist vielleicht auch keine gute Idee. Geh mal da an die Seite. Da ist Dumbledore. Das ist der Schulleiter, der wartet da schon die ganze Zeit auf uns. Man sollte auch manchmal einfach so auf die Dinge zaubern. Frag mich nur die ganze Zeit, wie wir... Ja. Ich hätte ja gerne den Kopf da oben mal. Dafür brauchen wir immer noch Krätze. Aber er macht ja seinen Wingardium-Scheiß hier jetzt. Komm, Krätze. Wie mache ich das jetzt mit ihm? Ich würde gerne Krätze benutzen. Und vorher ging das, aber jetzt macht er stattdessen Wingardium. Ah, so. Ah, okay, ich muss wechseln zwischen Wingardium und Krätze. So, jetzt kann ich wieder wechseln. Nein, nimm mal schön den Kopf. Nein, nicht den Schüler. So. Und ja, das klappt. Ja, toll. So. Oh. Ein Geheimraum. Was haben wir denn hier Schönes? Nur ein Charakter mit einem Buch kann diese Symbole verstehen. Ist ja toll. Also sind wir zu doof. Weil wir kein Buch haben. Tja. Dann, Leute, kommt und folgt dem dusseligen Ron, obwohl ich nicht weiß, was das hier mit dem Apfel auf sich hat. Muss man doch was mitmachen können. Hm. Der schüttelt den Kopf. Warum? Wenn das Hermione macht? Nee. Was will die denn? Das da? Nee, schüttelt er immer den Kopf. Der will da irgendwas, ne? Aber ich weiß nicht, was. Ja, weiß ich auch nicht. Wir gehen da jetzt mal hin. Dumbledore! Ja, aus den dunklen, aus dunklen Tiefen. Wir können wieder nur im Buch hier stehen. Ja, es wird jetzt actionreich. In Wirklichkeit ist es alles ein bisschen anders gelaufen, als wie gerade dargestellt. Aber ich glaube, das kann man auch alles gar nicht immer erklären. Lest einfach die Bücher oder guckt zumindest die Filme, um so ein bisschen zu verstehen, wie hier was sich wirklich zugetragen hat. Und dann, ja, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part von Lego Harry Potter. Bis dann.